Waffenstillstand trennt, ist nur noch falscher Stolz. Wir werden nun die Suppe auslöffeln, die Sie und Ihre Feldherren uns eingebrockt haben. Ich bin recht spät zu dem Film gekommen, da war der Film schon fast fertig geschnitten. Der Regisseur, der Edward, hatte mir im Prinzip vier Sätze mitgegeben. Das eine war, bitte zerstör die Bilder. Das zweite war, ich brauche eine Snare-Drum, die einer spielt, der keine Snare-Drum spielen kann. Was war das andere? Achso, ich brauche noch Musik für das Bauchgefühl von Paul Bäumer. Und ich möchte von dir etwas haben, was du noch nie gemacht hast. Das waren so die vier Sätze. Und ich bin dann im Zug nach Düsseldorf, habe ich mir überlegt, was ich jetzt wohl damit mache. Und habe mir dann, mir fiel dann ein, dass ich halt ein Harmonium zu Hause habe, was ich hier im Hintergrund stehen habe. Und habe das von meiner Urgroßmutter. Und das hatte ich irgendwann mal restauriert. Und ich bin dann am nächsten Tag, habe ich angefangen, sozusagen mit dem Harmonium zu experimentieren und Sounds aufzunehmen und habe dann was gefunden, also so ein Dreitonmotiv, wo ich dann irgendwie dachte, das könnte vielleicht was sein. Und normalerweise schickt man, das wissen die anderen wahrscheinlich auch, man schickt eigentlich nicht den ersten Cue direkt zum Regisseur. Das ist immer tödlich. Also wenn der Regisseur dann sagt, nee, das geht gar nicht, dann ist man erstmal wahnsinnig deprimiert und braucht erstmal 3 Tage in einem Sauerstoffzelt, um sich zu erholen. Und ich habe dann für mich entschieden, ich mache das trotzdem, weil das war irgendwie so ein ikonisches Motiv für mich, wo ich dachte, wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich irgendwie, wüsste ich jetzt nicht, was ich anders machen sollte. Und dann habe ich ihm das geschickt und er hat sich dann euphorisch bei mir gemeldet und hat gesagt, das ist exakt, was ich haben möchte. Diese 3 Töne haben einen Wiedererkennungswert, widerlegt von Paulchen Panther oder vom rosaroten Panther oder von Mission Impossible. Das war ein richtiger filmmusikalischer Strike. Gratuliere. Mhm. Ja, vielen Dank. Ja, es ist aber wirklich auch nicht, ich habe es mir nicht aufgeschrieben auf Noten, sondern ich habe halt einfach ganz viel gespielt und habe sie dann zusammengeschnitten. Ach, tatsächlich? Ach, cool. Ja. Und ja, ich bin halt jemand, also alles, was ich mache, arbeitet eigentlich immer so, dass ich Layers einspiele, die eigentlich auf Intuition basieren und nicht auf, also ich lasse eigentlich selten, denke ich, über irgendwas tonalitätsmäßig nach. Wir haben ja auch eine spezielle Rolle in den beiden Weltkriegen. Insofern war es sehr, sehr wichtig, von der Musikseite was zu finden, was halt weder pathetisch ist, noch in irgendeiner Weise heroisierend für die Schauspieler bzw. für die ganze Szenerie. Und ich musste halt irgendwas finden, was trotzdem emotional ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Herausforderung, Momente zu finden, wo man halt irgendwie emotional sein kann, aber eigentlich den Film jetzt nicht in eine Richtung drängt, wo die Leute sich überlegen müssen oder wo sie sozusagen gedrängt werden zu fühlen. Wenn man also mit Zeitschriften noch Geld verdienen will, braucht man was Besonderes. Exklusive, spannende und emotionale Geschichten zum Beispiel. Und die Chronik hat genau den richtigen Mann dafür. Lars Bogenius. Er ist der neue Superstar der Reporterwelt. Ich meine, dass ich schon in der Drehbuchphase angefangen habe, eine Suite zu entwickeln, wo ich mal so die Stimmungen und Ideen zusammenfasse. Und Volker, ich habe den Fehler gemacht, ich habe ihm die erste Version geschickt. Und nach dieser Version folgten circa 20 Versionen. Also ich musste wirklich schwer arbeiten an diesem Film, was sich an der Anfangsversionsnummer 22 zeigt. Die Titelmelodie hatte tatsächlich 22 Versionen. Was daran lag, dass wir uns alle nicht so recht im Klaren waren, und das spricht Bulli auch in Interviews immer wieder an, dass man nicht so recht weiß, in welche Richtung geht der Film. Ist es eine Satire? Ist es ein Krimi? Ist es spannend? Ist es Comedy? Und das hat den Anfangs
Prozess ein bisschen erschwert, aber jetzt komme ich nochmal zurück zu dieser ersten Version, die ich meinem Regisseur geschickt habe. Was dann im Endeffekt von all diesen unterschiedlichen Versionen übrig blieb und im Film blieb, war die Melodie aus der ersten Version. Ich glaube, die größte Herausforderung an diesem Film war, die Reportagen und Erzählungen von Klaas Relotius so musikalisch zu untermalen, dass ich eigentlich mit der Musik nicht verrate, dass diese Geschichten alle frei erfunden sind. Weil es gibt ja dazu auch noch diese Parallelhandlung mit Juan Moreno und seinen Recherchen. Und somit hätten wir quasi, wenn wir jetzt beide mit Krimi-Musik unterlegen, das Problem, dass wir überhaupt nicht unterscheiden können, was ist jetzt real, was geht hier ab. Und das war wirklich eine ganz schwere Aufgabe. Und die andere Aufgabe, der ich mir aber, die mir wirklich richtig viel Spaß machte, war, Originalsongs zu komponieren, die den Charme eines Frank Sinatra-Songs versprühen oder eines original kubanischen Songs. Und da macht dann die Arbeit eines Filmkomponisten wirklich Spaß, wenn man mehrere Genres bedienen kann. Flying to the stars and holding on to memoirs. I just remember summer night, lying on the beach side by side with you in your arms. I never felt this. Das war eine unglaublich aufwendige Produktion mit mehreren Aufnahmestudios in Berlin. Da wurden die Streicher aufgenommen, in München die Big Band, der Sänger in Köln, die Chorsängerin in Wien, die Frauenstimme, die Female Lead Voice hier in Augsburg. Also ein unfassbarer Aufwand. Hast du denn das Gefühl, weil du sehr viel mit einem Regisseur zusammenarbeitest, dass das mit den Jahren einfacher wird für dich oder wird es schwieriger? Nein, schwieriger wird es nicht, aber es wird auch nicht einfacher, weil jeder Film ist irgendwie eine neue Herausforderung, eine neue Aufgabe und ich sitze immer vorm weißen Blatt. Ich mache den Job jetzt seit 25 Jahren und frage mich, wann es irgendwann mal besser wird. Also ich habe großen Respekt vor dieser Arbeit und bin auch froh, dass ich mit Bulli so viel arbeiten darf, dass er dass wir das seit über 20 Jahren jetzt machen. Die Zusammenarbeit funktioniert traumhaft, muss ich wirklich sagen, weil wir meistens auf der gleichen musikalischen Wellenlänge sind. Bei dem Film war es aber tatsächlich so, dass wir beide nicht so recht wussten, wie wollen wir den Anfang bedienen, weil es wird in der Anfangssequenz sehr viel gesprochen. Da kommt der Voice-Over von Elias Mbarek und da steckt so ganz viel Information drin, dass man sich überlegen muss, brauchen wir an der Stelle überhaupt Musik? Nachdem es aber doch die Anfangssequenz ist, die Titelsequenz, konnten wir das nicht stehen lassen und dann war wirklich die Frage, wie viel kann man da dazugeben? Und das war einfach eine ganz schwierige Gratwanderung. Mein Name ist Juan Romero. Ich bin freier Journalist und Familienvater. Meine jüngste Tochter beschreibt meinen Job ungefähr so. Papa ist dauernd weg und wenn er mal zu Hause ist, dann schreibt er Sachen in seinen Computer. Ich habe versucht, ihr zu erklären, dass man als Reporter eben viel unterwegs ist, um den Leuten erzählen zu können, was in der Welt so los ist. Sie hat mich nur mit ihren großen Augen angeschaut und gesagt, das kann man doch alles im Internet nachlesen. Jan Philipp ist entführt worden. Wir müssen jetzt gemeinsam ein Abenteuer bestehen. Wir sind ja keine Filmkomponisten oder Gelernte oder so in dem Sinn, sondern wir versuchen halt immer mit jedem Regisseur auch individuell so eine Sprache zu finden, mit unseren Mitteln was zu finden, was dem Film jetzt hilft oder dazu passt. Bei dem Hans Christian Schmidt ist es eigentlich so, mit dem haben wir jetzt schon einige Filme gemacht und auch eine Serie mal, dass eigentlich, wenn wir sind von Anfang an dabei immer so, also kriegen schon das Drehbuch, wissen, um was es geht, lesen das schon immer mit und sind dann auch immer schon so am Kommunizieren, was man so machen kann, überlegen dann über Instrumente, die man vielleicht hernehmen kann. Und es ist dann eigentlich, wenn wir den Rohschnitt sehen oder die ersten Fassungen, ähnlich wie der Volker erzählt hat, bloß in eine andere Richtung. Es ist irgendwie sehr voll, aber jetzt nicht mit Explosionen oder Geräuschen oder
Action oder so, sondern es sind immer so Kammerspiele, in denen sehr, sehr viel passiert, emotional und an Spannung. Und da ist es dann eben sehr schwierig oder sensibel, was zu finden, wie die Musik das unterstützen kann oder wann sie unterstützt, wie man jetzt irgendwie bestimmte Sachen, bestimmte innere Konflikte oder Spannungen halt hörbar machen kann. Dann war es einfach bei dem Film jetzt auch einfach ein längerer Prozess, wo einige Versionen durchgegangen sind, bis wir dann so zu dem Endergebnis gekommen sind. Also es ist einfach so ein Herantasten an Klänge und wie die Komposition dann tatsächlich ist. Das gibt es eigentlich immer bei jedem Film, wo man wirklich extrem lang nach genau der kleinen Melodie sucht, die dann für den Hans Christian genau die richtige ist, weil es emotional dann ein sehr wichtiger Schlüsselpunkt ist in dem Film. Tatsächlich ist viel Improvisation im Spiel, also dass wir halt mit Klängen und Stimmungen, die wir vorher uns überlegen, halt so erstmal improvisieren sehr viel. Es, diese bestimmte Sachen, die funktionieren da nicht oder jetzt bei dem Film nicht und bei einem anderen vielleicht schon. Und so geht es halt so Schritt für Schritt. Moin Johann. Moin. Tschüss Franz. Leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so. Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen. Als ich das Drehbuch las, konnte ich mir noch gar nichts vorstellen. Erst im Schnitt haben sich da irgendwie Räume aufgemacht, wo Musik überhaupt Platz fand. Und ich glaube, es war dann eigentlich Ilke, der relativ bald mit der Idee kam, einer sehr monotonen und repetitiven, fast redundanten Musik, also einer Musik, die sich so im Kreis dreht und irgendwie nirgendwo hin will, ähnlich wie das Problem im Film, für das sich keine Lösung findet, sollte quasi die Musik irgendwie sich nicht auflösen, sich nicht entwickeln. Wir wussten, dass wir eher klassische Klangfarben verwenden wollten, also Geige und Cello, Klavier. Und das alles zusammen irgendwie quasi in aller Konsequenz zu Ende gedacht. Da landet man irgendwie bei einem Ton, der sich wiederholt, immer und immer wieder. Wir kamen auf dieses Pochen, auf diesen Puls, der Carla quasi durchs Schulhaus jagt und sie verfolgt. Und ja, das war einfach die DNA dieser Musik. Ich habe den ganzen Prozess von das Lehrerzimmer mitbekommen. Bis vor ein paar Monaten war er nämlich noch bei mir hier im Studio und hatte da sein Studio. Und ich kann bestätigen, dass er akribisch an diesem einen Ton gearbeitet hat. Und das musste ich mir monatelang anhören. Und ich dachte mir, wie lange hält er das durch, an diesem einen Ton zu arbeiten? Und mir war aber auch von vornherein klar, dass Marvin da ein Brett abliefern wird. Ich bin auch ähnlich wie Volker sehr intuitiv. Ich muss ein Instrument in die Hand nehmen und rumprobieren und ja, allein dieser einzelne Ton, also ich habe Tage und Wochen verbracht, den irgendwie unterschiedlich aufzunehmen mit verschiedenen Mikrofonen. Letztendlich habe ich die Geige dann auch gehalten wie eine Gitarre und mit einem Plektrum gezupft. Über die ganze Zeit, eigentlich bis zum Ende, haben wir Sachen verändert und ausprobiert, hinzugefügt, weggenommen,
Es war ein Prozess, also es war definitiv keine Musik, die irgendwie von Anfang an stand, so, sondern sehr, sehr dynamisch sich entwickelt hat. Der Nominierung am schönsten und auch die Honorierung durch Kollegen und auch durch mit anderen Mitnominierten sich zu treffen, zum Beispiel. Das finde ich ist eines der schönsten Events. Die Zeit davor ist eigentlich die tollste und speziell jetzt für den Deutschen Filmpreis finde ich es ganz toll. In der Runde ist es natürlich eine große Ehre, dass wir überhaupt da dabei sein dürfen und so. Und wir sehen es dann ähnlich wie der Volker, dass wir überhaupt nominiert werden, freut uns schon extrem und ist jetzt so die größte Honorierung an sich. Es freut mich natürlich sehr, aber diese Nominierung kam so unerwartet. Ich saß im Café und las plötzlich Gratulationsschreiben und Nachrichten und ich wusste gar nicht, um was es geht. Ich habe das eigentlich schon abgehakt und umso mehr freut es mich jetzt, dass sowohl Volker, ein Oscar-Preisträger, nominiert ist, Nordwist, die mir schon zweimal die Lola weggenommen haben. Jedes Mal, wenn ich sehe, Nordwist sind auch nominiert, dann weiß ich, okay, kannst vergessen, das wird nichts. Die werden die Lola bekommen. Und dann, dass auch noch mein ehemaliger Praktikant nominiert ist finde ich so großartig, dass ich mir gar nicht Sorgen um die Dankesrede machen muss. Ich werde nichts vorbereiten. Ich bleibe ganz entspannt und werde diesen Abend genießen.